Servus und hallo Grill- und Kochfreundinnen und Freunde. Heute gibt es bei mir Cookies, aber nicht irgendwelche, sondern ganz besondere, und zwar deftige Cookies. Damit es keine trockene Angelegenheit wird, habe ich mir Sauercreme dazu gemacht. Und wie ich die deftigen Cookies zubereitet habe, das zeige ich euch jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Kurze Geschichte, wie ich überhaupt auf die deftigen Cookies gekommen bin. Ihr kennt es sicher auch auf Feiern, auf Partys, da gibt es ja meistens so ein Nachmittagsbuffet mit Kuchen und Torten, aber auch neuerdings, oder sehe ich das zumindest des Öfteren, es werden auch deftige Snacks, herzhafte Snacks angeboten. Und da bin ich immer gerne dabei, weil ich mag mehr die deftigen Sachen. Und da stürze ich mich dann mit vielen anderen zusammen, ist mir schon oft aufgefallen, auf den Zwiebelkuchen, auf die Thunfischcreme, auf die Lachsröllchen. Und ich finde es richtig lecker. Und deswegen habe ich mir gedacht, Plätzchen oder Cookies können doch auch mal deftig sein. Schauen wir doch kurz, was wir dazu brauchen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, und zwar einen Mürbteig. Der bietet sich sehr gut an. Das ist einfach ein Teig, der sehr vielseitig einsetzbar ist, verwandelbar ist. Den benutzt man natürlich auch beispielsweise für einen Apfelkuchen, aber auch für deftige Gerichte wie die Quiche. Die Spargel-Bärlauch-Quiche habe ich ja beispielsweise auch mit einem Mürbteig gemacht, oder den Bavarian Bratwurst-Pie. Also lässt man den Zucker weg, so kann man ihn auch für deftige Gerichte oder Backwerk verwenden. Ich habe ihn schon mal vorbereitet, also hier gehen einfach Mehl, Eier, etwas Salz, Backpulver und Butter in eine Schüssel und ihr knetet sie durch. Ich habe es per Hand gemacht, es funktioniert natürlich vielleicht noch etwas schneller mit der Küchenmaschine. Aber das bleibt euch überlassen, und jetzt habe ich ihn schon mal in Folie gewickelt, damit er mir nicht austrocknet. Heute für meine deftigen Cookies möchte ich meine Lieblingswurst, die mich durch den Sommer 2018 begleitet hat, die Chorizo. Ich liebe diese Wurst auf dem Grill vor allem, und ich habe mir gedacht, die wandert mir heute in meine deftigen Cookies. Des Weiteren gesellt sich etwas Schärfe hinzu in Form von Jalapenos. Und die habe ich schon mal auch ebenfalls wie die Chorizo ganz fein gehackt, ganz fein geschnitten. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, finde ich, das ist Käse. Und der macht das Ganze rund. Hier habe ich einen alten Gouda. Also da könnt ihr auch vielleicht einen anderen Käse nehmen, der euch so schmeckt. Ich denke, da passt vieles, vielleicht auch ein Emmentaler oder noch ein deftigerer, vielleicht ein Bergkäse. Also da könnt ihr ganz kreativ sein, und wer es nicht ganz so scharf mag, der könnte statt Jalapenos auch Paprika verwenden. Genau. Gut, und nun müssen natürlich diese Zutaten in den Teig hinein. Und deswegen werde ich diese jetzt hier hineinkneten. Ein bisschen so hineinzukneten. Das habe ich mir jetzt so vorgestellt, ist jetzt Premiere, also ich habe das noch nie vorher gemacht, aber ich stelle mir das jetzt so vor, dass ich die Zutaten jetzt auf diese Weise so unterknete. Wieder etwas Käse. Ich schaue mal, ob ich mit meinen Zutaten hinkomme, mit der Menge. Ich schreibe euch natürlich dann die genauen Mengenangaben wie immer unten in die Beschreibung hinein. Ich habe jetzt von jeder Zutat hier 100 Gramm gewählt, aber ich denke, da kommen wir gut hin. Ach ja, die Jalapenos übrigens, die waren ja eingelegt im Glas, und die habe ich ein bisschen mit dem Küchentuch bearbeitet, damit sich die Flüssigkeit hier ein bisschen damit die Flüssigkeit entfernt wird. Ihr könntet sie vielleicht auch ausdrücken, damit wir die Jalapenos gut einkneten können, dass keine Flüssigkeit austritt. So, nun seht her, ich habe den Teig jetzt für circa eine halbe Stunde in den Kühlschrank gelegt, natürlich mit einer Folie, in einer Folie eingewickelt, damit er nicht austrocknet. Aber durch das, dass sich hier Butter drin befindet, sollte man ihn jetzt vor dem Ausrollen einfach nochmal kühl stellen, damit das Ganze nicht so klebrig wird. Und jetzt werde ich ihn erstmal teilen.
ein bisschen Mehl auf meine Backunterlage hier, auf die Küchenablage streuen. Das verhindert natürlich auch nochmal ein Kleben. Ich forme eine Kugel und jetzt wird der Teig, wie ihr das natürlich auch vom herkömmlichen Plätzchen zubereiten könnt, ausgerollt. Genau, immer wieder wenden und schauen, dass alles gut mit Mehl bedeckt ist. Das gefällt mir jetzt mal schon ganz gut. Ich denke, so lassen sich jetzt hier schöne Cookies ausstechen. Ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt hier mal so klassische Ausstechförmchen, auch noch eins in Herzform. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wir können aber auch etwas anders vorgehen und vielleicht solche Schälchen verwenden. Die könnte man vielleicht etwas mit Mehl zuerst einreiben. Und dann beginne ich mal hier am Rand. Genau, und so würde dann jetzt der erste Cookie aussehen. Und ihr könnt sie ja so groß oder so klein machen, wie ihr das wollt. Aber ich denke, das sieht doch ganz gut aus. Ich kann auch einmal noch ein paar Herzchen machen, wenn ihr wollt. Und die lege ich jetzt hier einfach auf ein Blech. Solltet ihr die deftigen Cookies im Backofen zubereiten, dann könnt ihr natürlich auch mit Backpapier arbeiten, mache ich jetzt am Grill nicht. Ich denke, da findet ihr schon die passende Unterlage, den passenden Aufsatz. Ihr könntet vielleicht sogar mit einem Pizzastein arbeiten. Ja, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Aber ich verwende hier dieses Blech. Das passt mir gut auf den Grill. Und wenn ich jetzt meine Cookies schön ausgestochen habe, dann habe ich hier noch ein verquirltes Ei. Und da werde ich die Cookies damit bestreichen. Und dann mit ein bisschen Kümmel bestreuen. Ich weiß, Kümmel ist nicht jedermanns Sache. Ihr könnt ihn auch weglassen oder vielleicht fällt euch noch was anderes ein. Vielleicht würde sogar fein geriebener Käse nochmal passen. Mal sehen. Oder Sesam. Aber ob der sich so gut mit der Chorizo macht, ich weiß es nicht. Aber vielleicht fällt euch was ein. Schreibt es mir doch in die Kommentare, was euch dazu schmecken würde anstatt Kümmel. Ich werde das Ganze jetzt so fertig machen, werde die Cookies auf meinem Blech platzieren und dann sehen wir uns draußen am Grill. Der Grill ist jetzt auf 180 bis 200 Grad vorgeheizt und die deftigen Cookies landen jetzt auf der indirekten Hitze. Grill auf, Cookies rein und Deckel drauf. 10 Minuten wird es ungefähr dauern. Ich würde es beobachten, damit sie nicht verbrennen. Bis dann. Boah, ich sag's euch, der Käse, der duftet schon. Könnt ihr euch das vorstellen? Also wir schauen jetzt einfach mal hinein. Es sind jetzt ungefähr 10 Minuten vergangen. Ihr müsst eben vielleicht einfach mal hineinspitzen und das Ganze kontrollieren und dann auch schauen, wie dunkel oder hell wollt ihr sie haben. So, spitzt mal mit mir rein. Seht ihr das hier am Rand, den Käse? Also das duftet traumhaft. Also das sind mal richtig tolle Plätzchen. Sehr schön. Und jetzt lasse ich sie ein bisschen abkühlen. Ich mache mir übrigens Sour Cream dazu. Es soll ja keine trockene Angelegenheit werden. Ein Rezept dazu verlinke ich euch rechts oben. Und jetzt werden wir uns dann sehen zum Probieren. Ich freue mich schon. Die deftigen Cookies sind jetzt endlich fertig. Ich schwöre, ich habe noch nicht probiert. Ich werde mich jetzt da richtig überraschen lassen. Schaut euch mal nochmal, Kameramann, komm doch bitte her, diesen gebräunten Käse an. Also der duftet traumhaft. Also ich muss jetzt unbedingt einen probieren. Ich habe sogar ein Herz gemacht, das kriegt ja noch der Kameramann. Oder mehrere Herzen habe ich so gemacht. Ja, kriegt er schon gleich. Gut. Und jetzt werde ich erstmal ohne Sour Cream probieren. Traumhaft. Also ich finde diesen Käse super. Und jetzt kommt der scharfe Abgang. Sehr fein. Das sind natürlich die Jalapenos, die das möglich machen. Wie gesagt, ihr könnt abwandeln. Statt Jalapenos, beispielsweise Paprika,
Ihr könntet Zwiebeln verwenden. Also mir fallen schon gleich so viele Abwandlungen ein. Also ich werde selber mal noch vielleicht eine andere Kombination ausprobieren. Ich probiere es jetzt noch mal kurz mit der Sour Cream. Traumhaft. Also wenn ihr diese deftigen Cookies euren Partygästen mit diesem Sour Cream zusammen anbietet, also da werdet ihr sicher das eine oder andere Lob ernten, würde ich sagen. Und jetzt hoffe ich, mein Rezept hat euch gefallen. Wenn ihr noch andere Kombinationsmöglichkeiten wisst oder euch auch noch etwas einfällt dazu, vielleicht auch ein anderes Topping statt Kümmel, dann schreibt mir doch das in die Kommentare. Da freue ich mich über einen regen Austausch. Lasst uns über deftige Cookies philosophieren. Und jetzt hoffe ich, mein Video hat euch gefallen, mein Rezept hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir einen Daumen nach oben und ein Abo, darüber freue ich mich sehr. Und jetzt verabschiede ich mich, eure Frauengrill. Macht's gut, bis bald.